Hi Rudi, da bist du ja wieder. Ja, wo soll ich denn auch sonst sein? Hast du gehört? Im Willy Brandt-Haus beschäftigen sie Hexer. Echt? Ja. Was machen denn Hexer im Willy Brandt-Haus? Das weiß ich doch nicht. Wahrscheinlich Ja, hexen sie die Partei weg. Die hexen die Partei weg, das machen sie erfolgreich seit Gerhard Schröder. Immer dieselben Leute. Aber haben bestimmt Grund zum Jubeln jetzt, ne? Woidke Ja. hat ja in Brandenburg die Wahl gewonnen mit seiner auf die Person zugespitzten Taktik. Von Strategie Ja. will ich da ja wohl mal nicht reden, oder? Das lässt dann gut hoffen für die Parteiarbeit vor Ort. Ja, genau. Also wir brauchen einen Parteiführer, wollte ich jetzt nicht sagen. Eine Führungsfigur in der Partei, auf die wir alles zuspitzen und dann haben wir schon Erfolg. Das ist so ein Rezept, das gilt schon seit 100 Jahren. Jo. Ja. Aber vor 100 Jahren hatten wir auch noch die Massen hinter uns. Wir hatten auch mal 400.000 Mitglieder. Wir hatten Das auch stimmt. überall Ortsvereine. Das stimmt. Aber die brauchen wir nicht zu beteiligen. Wir machen das mit Werbeagenturen. Das ist viel effektiver. Stell dir mal Ja. vor, die ganzen Mitglieder würden losziehen und Wahlkampf machen, Flugblätter verteilen oder in den Social Media, in irgendwelchen Foren arbeiten. Stell dir das mal vor. Ja, Udi, das das hatten wäre wir doch ja schon. desaströs. Ja. Könnten wir keinen Cent verdienen. Tja. Nee, aber man kann das so machen. Also ich glaube, Solidarität ist eigentlich ein Markenkern der SPD. Und das kann man weglassen. Wenn man das weglässt, dann verliert man Ressourcen. Aber ich glaube, genau das hat Brandenburg auch gezeigt. Wenn man sich solidarisch verhält und wenn man ja vor seinem Kandidaten steht und nicht hinter ihm, wirklich vor ihm, dann geht es auch nach vorne. Und wenn man aber dazu so einen Trick benutzt, wie dass man den Spitzenmann noch desavouiert, indem man ihn ausgrenzt, das hat für mich ein starkes Geschmäckle und bringt überhaupt nicht nach vorne. Ja. Naja, ist ja auch egal, ob wir unseren Spitzenmann noch haben oder nicht, weil der tut ja sowieso nichts. Was er so ein bisschen da rummacht in der UN und so mit 134 oder 140 Staaten, Das das ist alles stimmt. wertlos. Die Hütte brennt doch in Deutschland, die Ossis haben alle Genau. keine Tarifverträge und so. Genau. Wann macht Olaf endlich das? Ja, genau, das ist eine gute Frage. Wann macht Olaf endlich Tarifverträge für die Ossis? Na, damit Ja. in Ostdeutschland mal richtig vorwärts geht. Die verdienen viel weniger als die im Westen. Ja. Und Olaf tut nichts. Ja, der Ja. tut gar Wenn nichts. überhaupt noch Unternehmen da sind, dann sind die tariflos. Genau. Dann Ein sind die tariflos. Skandal. Warum machen die Sozis nichts dagegen? Ja, das ist eine gute Frage. Die Sozis sollen das mal in die Hand nehmen. Also eine staatlich verordnete Tarifverträge, Ja. das wäre es auch, oder nicht? Oder wie? Ja. Nein, Natürlich, also das die Ossis ist haben das. ideal, das wäre sozialistisch. Nee, das geht auch gar nicht. Also ich meine, Tarifverträge entstehen so nicht in der Bundesrepublik Deutschland. Tarifverträge muss man leider Gottes erkämpfen. Und wenn man sie erkämpft, gemeinsam solidarisch in einer Gewerkschaft sich organisiert, dann hat man auch gute Tarifverträge. Es gab mal ein Lied, ich dichte das mal ein klein wenig um, zwei Zeilen. Euch aus dem Elend zu erlösen, müsst ihr schon selber tun. Ja. Also Ja, ich machen meine, Sie. der ganze Osten kennt ja noch diese sozialistischen Lieder. Boah, die haben uns 30 Jahre lang anhören müssen. Nö. Ja, Ja. genau. Nein, Ja. aber es ist tatsächlich so, Selbsthilfeorganisationen wie Gewerkschaften erstreiten Tarifverträge. Und wenn man zu strack ist, sich die selber zu erkämpfen und schreit, die Regierung muss das richten, die Regierung muss das richten, dann hat man das System hier nicht verstanden. Ja? Und wenn die Regierung es dann richtet, ich sage mal, wenn ein Hubertus Heil dann einen Mindestlohn erhöhen will auf über 15 Euro, was richtig ist, ja. Dann schreibt man, jetzt wählen wir aber AfD. Das ist nicht gut. Also, was ihr da macht, ist nicht gut. Mindestlohn, AfD ist besser. Fürchterlich. Also, na gut, Ja, ich gut, das ist will mich halt da heute nicht so. drüber aufregen, ja, aber wenn dann selbst Sozialdemokraten sowas es morgens erzählen, meine Herren, ey. Ich habe da mal die Gaußsche Normalverteilung mal ein klein wenig abgeändert. Da gibt es eine, die so ausmacht,
welche Anteile von Belegschaft irgendwie fit für den Job sind, wie viel Training brauchen, wie viel gern nicht reinpassen, weil da ist Hopfen und Malz verloren. Ich habe das mal für Politik und Weltverständnis mal geändert. Das verschiebt sich dann sehr stark in, wer alles Training braucht, aber über 20% sind im Grunde genommen, wie sagt der Engländer, noch not eligible, also überhaupt nicht teilnahmebefähigt, ja, an Demokratie. Im Osten, glaube ich, haben sie sich selber da rein manövriert. Das sind mehr als 20%, ja. Da kann man auch gerne mal in die Ausblicke gucken, in Tillichs Ausblicke, da kann man da mehr zu lesen auch. Ja, mache ich nachher mal rein, Bevor aber man die hier den sind ja. großen Shutdown macht, vielleicht noch ein kleiner Hinweis für unsere Freunde der sozialen Medien. Ihr hängt ja auch ständig da vor dem Kasten. Sowohl in den USA als auch in China, als auch in Südkorea, als auch in Indien ist es Kindern nicht erlaubt, rund um die Uhr mit Handys zu spielen. Also das nur an die Verantwortungsträger in den Familien, die ja gerne mal auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk verweisen. Aber so viel konsumieren wie Social Media, tut denen keiner von euch. Shutdown. Shutdown jetzt ist das, was die Südkoreaner gesagt haben, zu Recht, finde ich. Oder, Uli? Ich finde, auch manchem Erwachsenen könnte das durchaus hilfreich, also zu Gesicht stehen. Mein Tipp, geht doch noch mal alle in die Grundschule für 4 Jahre, dann habt ihr Handy frei. Ja, ja, ja. Ja, Das wäre ne? Vielleicht vernünftig. lernt ihr da auch noch was, so Das manche wäre von auch wirklich euch. vernünftig, ja. Ja, das habe ich Publikumsbeschimpfung gemacht. Soll man ja nicht machen, dann schalten die Leute ab. Ja, ach komm, ne, du, also ich meine, es ist ja wirklich so, man könnte alternativ, könnte man den Leuten Pager anbieten, aber ich glaube, das liegt nicht im Mainstream im Moment. Auch wenn die Hisbollah weitere Raketen aus Wohnungen und Wohnhäusern abfeuert, ganz klasse, ein Verstoß gegen das Kriegsrecht, aus Wohngebieten heraus Raketen abzufeuern auf Israel und das in tausender Größenordnung. Respekt, da muss man doch für auf die Straße gehen, oder was? Nina Amin ist eine, glaube ich, ARD-Korrespondentin und die hat gestern einen schönen Beitrag liefern dürfen und gesagt, die Hisbollah ist ja mehr als nur eine Terrorgruppe. Sie sei ja auch, würde Krankenhäuser betreiben und sozial tätig und sie sei viel, viel mehr eine Institution in Libanon und. Ich habe mir gedacht, also am liebsten gehe ich mal hin zu ihr und red mal Tacheles. Natürlich ist die Hisbollah mehr. Auch die Muslimbrüder sind alle mehr. Weil der soziale Aspekt, den sie reinbringen in eine Gesellschaft, ist etwas, was die Regierungen nie geschafft haben. Das heißt, sie leisten Überzeugungsarbeit über ihre sozialen Wohltaten und schaffen sich dadurch einen Freiraum und auch einen Machtraum, logisch. Aber sie bleiben eine von den Ayatollahs gesteuerte Terrororganisation mit viel Geld auch für Krankenhäuser. Ja, unbestritten. Ja. Und das ist auch Ja, nötig in den Ländern. Ja. natürlich ist das auch nötig. Die brauchen sie auch als Raketenabschussbasen. Also das darf man dabei wieder nicht verschweigen. Egal. Ja, und darunter sind dann die Kommandozentralen. Unten drunter, unter den, ja, das ist eine soziale, nein, ich finde, man darf das nicht kleinreden. Es fehlt tatsächlich im Kapitalismus wirklich Sozialität, ja, auf ganzer Linie. Und wenn Gruppen sich das zunutze machen, dann muss man das auch mal benennen können, ja. Und das Ergebnis ist ja verheerend, ja, also es ist wirklich schlimm. Vielleicht nochmal Die zurück nach haben Deutschland. relativ in Frieden gelebt, relativ in Frieden, Der Libanon, ja. nachdem sich das mit Israel ein klein wenig alles gelegt hatte. Bis jetzt, wo diese Organisation die Macht im Lande übernommen hat. Ja. Es gibt nichts anderes mehr. Und die Libanesen haben alle Schiss vor den Hisbollah-Leuten. Das glaube Keiner macht mehr was. Das ist ja auch, naja, eine extra Sache. Die Israelis sollen das Problem mal lösen. Ich wollte nochmal zurück nach Deutschland. Also, wir haben ja jetzt bei der IG Metall Tarifrunde. Also, die haben begriffen, wie das funktioniert. Man muss sich unterhalten darüber mit den Mitgliedern, was wir denn fordern, was Forderungen sind. Und dann kann man auch in die Fläche gehen. Das ist bei VW so. Das ist jetzt in allen IG Metall-Bezirken so. Da wird mehr Geld gefordert. Und auch durchgesetzt, da muss man organisiert sein, ja.
Tarifvertrag, ja, bitte. Also man muss sich selber organisieren, wenn man selber Erfolg haben will. Da kann man nicht schreien, Olaf, mach mal einen Tarifvertrag für den Osten, damit wir endlich genauso viel Geld kriegen wie die im Westen. Nein, auch die im Westen haben sich das erkämpfen müssen. Das ist Punkt. das. Punkt. Und ich kann auch nicht nachher Gewerkschaft rufen und uns selber nicht Mitglied werden wollen. Geht auch nicht. Genau. Funktioniert nicht. Ja. Naja, bei uns im Kanal ist es fast genauso. Also, wenn ihr nach uns ruft, wir sind ja da, jeden Morgen Der kriegt wieder. uns sogar. Der kriegt uns sogar.